Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Metroid Fusion. Im Let's Part haben wir den Kringel-Kringel-Kringel-Beam, den ich voll nicht so super finde, gefunden. Und die Ice Missiles, die ich ebenfalls nicht so super finde. Mann, das war eine sehr enttäuschende Ausbeute. Und in diesem Part sind wir auf der Suche nach den Überlebenden hier in dieser Weltraumstation, deren Name ich vergessen habe. Aber wir suchen definitiv Überlebende und es gibt Überlebende. Irgendwo hier sind sie. Wir müssen sie suchen. Ich weiß auch schon, wer die Überlebenden sind. Was Sinn macht, weil ich das Spiel kenne, aber vielleicht wird der eine oder andere unter euch die Überlebenden auch wiedererkennen. Ach ja, wird das SRX alles kaputt gemacht. Was gibt's denn dann links? Mr. Container. Danke, liebes SRX. Vielen Dank. Oh, okay, da müssen wir voll durchspeeden. Ich glaube, das bekomme ich hin. Sind ja eigentlich noch die Zombies unterwegs? Bestimmt. Ach, die Zombies. So schwach. Und wusch. Gab's hier nicht noch mehr? Nö. Scheinbar nicht. Aber okay, ich will mich nie beschweren. Mr. Container für umsonst. Das ist eine solide Sache. Ist okay. So, was haben wir denn sonst noch alles? Wir haben wirklich Samus. Und Gewalter Samus. Ah ja, und die Türen, wo wir entlang gehen müssen, sind immer noch offen. Das ist auch sehr, sehr freundlich und praktisch. Und Adam, bitte lass mich in Ruhe. Danke! Ich dachte schon, geht mir voll auf den Sack, aber stattdessen war er einfach gar nicht anwesend. War vermutlich gerade auf dem Klo oder so. Ich bin froh drüber. Ich meine, der Typ, der... Oh, der ist schrecklich. Das ist ein Desaster. Super nervig. Irgendwie wieder diese Powerbomben-Teile. Da komme ich noch nicht durch. Bullshit. Aber wir suchen erstmal nach den Überlebenden. Falls ich es nicht schon erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Aber wir suchen nach ihnen. Und da kommt Zack. Ja, ich glaube, ich erstmal speichern. Oh Gott, und die Stelle, an der wir gerade sind... Oh Gott, die weckt Erinnerungen. Wenn es die ist, von der ich denke, die ist, ich bin mir fast sicher. Das ist nicht die Stelle. Aber trotzdem, nie so schön. Ich habe es mit einer anderen Stelle verwechselt. Ich bin mir sicher, jeder, der das Spiel kennt, der weiß, welche Stelle ich meine. Und ihr wisst, warum ich davor Angst habe. Ihr wisst es. Tut nicht so. Ihr wisst Bescheid. Ah, hier kann ich nichts machen. Okay. Gut zu wissen. Komm mal her. Würdet ihr bitte spawnen? Oh, ich muss ja wirklich ganz runterhüpfen, bis die spawnen. Wie unangenehm und unkomfortabel. Richtig kacke, würde ich was sagen. Nur fast. Oh, da hinten sind sie. Seht ihr unsere kleinen Freunde? Hey, kleine Freunde. Oh, schaut sie euch an. Und den Super Metroid auch kennengelernt. Der Affe am Reifen. Der Affe am Reifen! Und der Affe am Fenster. Es ist bezaubernd. Hey, mit Affen kann man Leuten immer eine Freude machen. Kann man nie was falsch machen. Glaubt mir das. So, was haben wir denn? Will ich hier runter? Brauche ich Turbo-Dings, oder? Ja. Okay, ich glaube... Sollte so weit hinhauen, oder? Komm schon. Lauf, Samus! Yeah! Was bringt mir das Ganze? Okay. Ich sehe schon. Die Viecher können grünes Zeug spucken? Ha, ich hatte keine Ahnung. Nicht die geringste Ahnung. Ich dachte, die können mich einfach nur anknabbern. Mit ihren Zähnchen. Aber nein, sie können tatsächlich noch mehr. Und hallo, meine kleinen Freunde. Seid ihr bereit für eure Rettung? Ihr habt da viele Reifen. Ihr habt's gut da drin. Ja, retten wir sie. Sperre aufgehoben, Schott öffnet sich. Yay! Hallo meine Freunde. Und hallo mein, Oh, ein Babyvogelstrauß. Ajo! Alter, ist ja schnell. ich mag die Stelle. So, wir sind aber noch nicht fertig, Leute. Tatsächlich haben wir noch was zu suchen. Das müsste hier sein. Ja, den wollte ich noch mitnehmen. Der Missile-Container. Jetzt sind wir hier soweit fertig und wir haben die Überlebenden gesichert. Wo die jetzt weiter hingerannt sind, das ist nicht überliefert. Ich denke, irgendwo werden sie schon hingerannt sein. Die machen schon ihr Ding. Die sind groß genug, die können auf sich selbst aufpassen. Hoffe ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht rennen sie zu Samus Raumschiff, aber wollen sie wissen, wo Samus Raumschiff ist? Man bemerkt, es gibt aber vielleicht das ein oder andere Plotloch. Etikus und Dakoras. Ich bin diesen intelligenten Wesen schon einmal begegnet.
Scheinbar haben sie mich erkannt. Seltsam, ausgerechnet hier auf sie zu stoßen. Damals halfen sie mir, ungeahnte Fähigkeiten zu entdecken. Doch, wo sind sie hingelaufen? Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie sind in Sicherheit. Na, die einen Viecher haben Samus den Wandsprung beigebracht und die anderen haben ihr den Turbo Super Speedo Speedo Boost beigebracht. Na, dafür sind die da. In Super Metroid, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Okay, quatschen wir mit Adam. Was geht ab, Adam? Make a Witch. Die Überlebenden waren also nicht menschlich. Bedauerlich. Du bist ein richtiges Arschloch. Damit wäre nun auch der Tod der gesamten Besatzung bestätigt. Von diesem Szenario war auszugehen. Doch ich hatte bis zuletzt die Hoffnung bewahrt. Ich denke, die X-Watt haben den Forschern nur wegen seines Wissens infiziert. Er konnte den Kampf mit ihnen nicht gewinnen. Die restliche Besatzung diente den X lediglich als Nahrungsquelle. Sie entwickeln sich und werden zunehmend stärker, Samus. Es gibt mittlerweile einige Arten, die resistent gegen ihre momentanen Waffen sind. Der Saku hat diese Entwicklung vorhergesehen. Sie stehen kurz davor, die Entwicklung von Powerbombendaten zu beenden und sie zu senden. Alte Anweisungen sind so klar, wo muss ich hin? Führen Sie unverzüglich den Download durch. Die Auswahl an Daträumen ist nur noch auf den einen Sektor 5 Arc begrenzt. Okay. Powerbomben. Ich frage mich gerade, wer da der Boss war von den Powerbomben. Wenn es dann einen Boss gab. Ich meine, oh Gott. Achso, kybernetische Kammer. Was geht ab, Ridley? Ridley? Ridley! Na gut, war nett mit dir zu quatschen, Alter. War nett mit dir zu quatschen. Glaubt ihr, die X haben die Kontrolle über Ridley übernommen? Hm. Ich weiß es nicht, aber wir werden sicher herausfinden im Laufe des Spiels. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Woo! Es heißt Metroid Fusion. Okay, bin ich jetzt überhaupt beim richtigen Sektor? Ja doch, das müsste... Ah ne, Moment, hier ist noch gar kein Sektor. Wir bis nach Arn. Arn. Ernsthaft, wir waren der Boss, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich glaube, nee, von Nightmare hat man Bullshit bekommen. Oh, Nightmare ist so ein schrecklicher Boss. Oder die Spinne und, die Spinne und Nightmare, das sind so die, und der letzte Boss. Ah, das sind schwere Kämpfe. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, gegen wen wir kämpfen. Ja? Weiß ich's, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie müssten sich an den Datenraum ändern können, aber ich zeige Ihnen nochmal seine Position. Dankeschön. Ja, die Anweisungen sind klar. Machen Sie sich auf den Weg. Ohne Adam hätte ich nie herausgefunden, wo ich hin muss. Dankeschön. Ich meine, da sind viele Ds auf der Karte. Aber Samus will nur den einen D, wenn ihr versteht. ihr versteht schon, der D. Ich verstehe schon. Sie will ihn. Okay. Genug davon. Gehen wir einfach weiter. Da links geht's auch durch. Was gibt's da links? Oh. Das sieht aber paradiesisch aus hier. Richtig lieblich. Bam! Und tot. Wundervoll, wie komme ich da ran? Hier war doch jetzt, wo ich in der Mitte durchhüpfen muss, oder? Irgendwo durch die Seite rein. Da muss ich wirklich wieder so ganz lame von oben so eine Bombe legen. Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Dieses Mal. Aha, doch. Hier war's. Yeah. Missile-Container erhalten. Missile-Kapazität erweitert. Dankeschön. So, ich glaube, langsam sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, wir haben definitiv genug Missiles. Und auch hier kann ich an der Stelle hier immer noch nichts machen. Noch nicht. Ich werde meine Powerbomben bekommen. Ja, Schatten ist ja gut. Ich sehe, dass du fliegen kannst. Halt dich zurück. Wir sind hier immer noch da, um einen wundervollen Klassenausflug zu erleben. Und was zu lernen. Also, bitte. Etwas mehr Respekt. Hey, ich sehe dich! Ich sehe ihn. Oh, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht leicht mehr ist, glaube ich. Oh, ich habe Angst. Gehen wir durch. Ja, wobei, hier kommt der Boss eh noch nicht. Ich glaube, der Datenraum wird kaputt sein, so wie immer, oder? Datenraum? Oh, das, Powerbomben-Einsatz. Einsetzbar. Halte Morphball-Bonus R und drücke B.
Das kam unerwartet tatsächlich. Ich dachte, der Raum wäre wie alle anderen Datenräume kaputt. Aber scheinbar. Nö. Und das war keine optimal gelegte Powerbombe. Dann gehen wir nach... Oh, Moment, hier kann ich doch jetzt nach unten. Ich spüre es doch. Yes. Ich glaube, ich will vorher noch speichern. Denn ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwo ein Boss lauert. Ich weiß nicht welcher. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber irgendwo steckt sich hier jemand. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß, auf wen wir treffen. Lauf! Lauf! Nein! Geh weg! Geh weg! Oh Gott. Okay. Ruhe bewahren. Wisst ihr, was der Bullshit an der Stelle ist? Kann die gar nicht gut schaffen. Okay. Warten wir, bis das SRX wiederkommt. Und es kommt wieder. Ah, geh weg. Du bist hier nicht willkommen. Okay, und dann, wenn sie ein gutes Stück weg ist, nutzen wir die Gunst der Stunde, legen eine Powerbombe und rennen. Lauf! Oh Gott. Lauf! Ah, ah, nö! Oh Gott. Bin ich hier gekommen? Yeah! Also was skilliger Skillskill, Leute. Ich bin echt entkommen, aber nur, weil ich auch wirklich wusste, wo ich entlang muss. Aber ihr habt gesehen, wie viel ein Schuss abgezogen hat, oder? Ihr habt auch gesehen, dass da eine sneaky Sackgasse war. Boah, wenn man an die Sackgasse geht, dann hat man so verkackt, Leute, das glaubt ihr gar nicht. So verkackt habt ihr dann. Ah ja, das war das SRX und ihr habt vielleicht den Eisbeam, der durch Wände durchgeht, gesehen. Der ist ziemlich unschön und stark und von dem wollen wir uns auf jeden Fall auch in Zukunft weiterhin fernhalten. Der Sicherheitsterminal hatten wir schon. So, ich glaube, das SRX, das ist die gute Nachricht daran. Das ist jetzt, glaube ich, quasi unser Bosskampf gewesen, soweit. Fände ich ganz angenehm, wenn es so war. Denn dadurch spare ich mir einen Bosskampf. Blauer Schleim. Immer wenn ich dich nicht haben will, dann tauchst du auf. Ah, ist schrecklich. Dann kommt immer das, was man nicht haben will. Aber wenn man mal irgendwas haben will, dann bekommt man es nicht. Und du gewinnst dein rotes Dingens. Yeah! Ah, Speicherstation. Wundervoll. Die nutze ich. Speichern. Ja, bitte. Speichern abgeschlossen. Dankeschön. So, wie kann ich eigentlich da nach oben? Oh, ah ja, wir können jetzt die Teile loswerden. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich sehe schon. Okay. Leute, wir legen hier eine Powerbombe. Versuchen auch noch da nach links zu gehen. Oh, es gibt auch so ein rotes Teil. Wundervoll. Was haben wir denn hier? Ah, was soll's. Ich wollte gerade die Frage stellen, ob ich bereit bin für das nervigste kleine Minispielchen. Und ja, ich bin bereit dafür. Ich bin bereit dafür. Gott, wie mache ich das am besten? Das war, glaube ich, dumm. Ja, das war scheiße. Moment, lass mich erstmal hier eine Powerbombe legen. Damit wir alles freidecken können. Okay, jetzt sehen wir, wo wir nicht entlang wollen. Und ja, man macht das Ganze für einen Missile-Container. Ganz recht. Das seht ihr richtig. Au. Übrigens kann ich jetzt ein bisschen einschätzen, wo die Mitte ist. Ah, das war schon wieder zu früh. Das klappt so nicht. Tau dich wieder auf, Alter. Ah, okay, versuchen wir es. Yeah. Und das ist so eine Arschloch-Aktion hier. Schaut euch das an. Es ist so unfair. Wenn man da am Ende dann noch runterfällt, wenn man da nicht aufpasst, dann ärgert man sich. Und ja, das ist eine Sache, die mir sehr oft passiert ist. Ist jetzt nur in dem Fall nicht passiert, weil ich glücklicherweise auf die Idee gekommen bin, dass vielleicht nicht verkehrt wäre, wenn ich vorher mal eine Powerbombe lege, damit ich alles sehen kann. Das ist wirklich der einzige Grund. Du Kackviech. Oh, komm schon. Nein! Die blöden Blöcke hier. Hier bin ich auf den Sack. Ich hab Wichtiges zu tun. Welt retten und Shit. Versteht schon? Nein, ihr versteht's nicht, weil ihr nur dumme Drohnen seid. Nicht mal Drohnen, ihr seid Parasiten. Viren. Widerlich. Wo ist denn der Schatten? Ja, da ist der Schatten. Ich meine, der Schatten müsste Nightmare sein, oder? Ja? Ich glaube schon. Ich sehe da die zwei Derpy-Ärmchen. Glaube ich.
Denke ich. Weiß es nicht. Wir können das ja machen. Sterbt alle! Wusch. Gott, ich liebe das Geräusch von der Powerbombe, dieses... Damit fühlt man sich wie ein richtiger Mann. Oder eine richtige Frau, je nachdem, welchem Geschlecht ihr angehört. Kollege! Verschwindest dann nicht mehr, oder? Alter. Das tut mir auf den Sack. Glaubst du gar nicht. Was gibt's da unten? Entschuldigung. Was soll das denn? So ein Schwachsinn. Soll sein, auf die falsche Fährte locken, oder? Was war das gerade eben? Das war nicht verwirrend, okay. Das war absolut nicht verwirrend. Ah! Au. Okay. Au! Ist ja gut jetzt. Hört auf. Ruhe. Lass mich jetzt ganz geschmeidig und gepflegter hochgehen, sonst gibt's eine Powerbombe für euch alle. Na, was? Warum werdet ihr zu fliegenden Kackviechern? Jetzt aber. Yeah! Und jetzt mal rechargen, da sag ich mir ja mal sowas von verdient. Beziehungsweise regenerieren. Wenn ich mal anmerke, in diesem Spiel hat man sowas von viel zu viele Powerbomben. Ich meine, ich habe jetzt schon 14. Ja, in anderen Metroid-Teilen ist es doch, soweit ich weiß, also 2D-Metroid, so, dass man mit 5 startet und dann mit so einem Container-Teil auch nur eine dazu bekommt, weil die echt stark sind. Aber hier, ihr müsst einfach zugeworfen mit denen. Kehren Sie zu Ihrem Schiff zurück, Samus. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Okay. Ich bin bereit. Auf zum Schiff! Oh nein. 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 Nein! Ich weiß, was nach dem Schiff kommt, Leute. Es ist also soweit. Ich gebe euch einen Tipp, was nach dem Schiff kommt. Wenn ihr seht, der Safe State da, der ist nach wie vor von der Stelle. Als ich zuletzt durchgespielt habe. Also, da habe ich es gestreamt und da habe ich es auch durchgespielt. Und der eine Safe State, der ist immer noch von der Stelle, die jetzt gleich kommt. Oh, Gott. Oh, fuck. Was? Okay. Danke, Aufzug. Bist sehr zuverlässig. Weiß ich sehr zu schätzen. Was geht mir nicht auf den Sack? Fress die Powerbombe. Also, wenn ihr seid, fress einfach die Powerbombe, okay? In Ruhe. Oh, was geht ab, Ridley? Ridley ist extra. Woo! Ridley. Okay, ich will ja nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber da scheint mir jemand von den X befallen worden zu sein. Ja, wirklich. Ich will ja keine Namen nennen, Ridley. Aber es hat so ein bisschen Eindruck auf mich gemacht. Nein, was habe ich jetzt gerade gemacht? Das war dumm. Die Stelle hier. Ich meine, die Kackviecher da oben, erstmal schmoddern die hier immer durch die Decke und das ist total nervig. Das ist Problem Nummer 1 und Problem Nummer 2 ist, dass ich hier durchlaufen muss und Geschwindigkeit aufbauen muss. Damit ich dadurch ratten kann. Steht hier? Das war nervig. Aber okay, gehen wir weiter. Moment. Da war gerade eben ein Upgrade, das habe ich doch gesehen. Zu spät. Ich komm da nicht mehr ran, oder? Nein! Oh, doch. Doch, da komme ich ran. Yeah! Nehmen wir die Powerbombe, Samus. Dankeschön. Oh, was? Kann man auch einfach so durch? Ha. Man lernt hier immer wieder aufs Neue dazu. Interessant. So, gehen wir erstmal zum Raumschiff, wo der gute Adam hier irgendwas zu sagen hat. Ich hoffe mal, es ist irgendwas Gutes. Ist doch was Gutes, oder? Adam! Täusch mich nicht! Ist doch was Gutes. Raus damit. Ich bin bereit dafür. Ja, ich möchte speichern, bitte. Der Hauptreaktor ist ausgefallen. Daher stehen alle Aufzüge und Systeme der Station still. Natürlich sind auch sämtliche Schleusen davon betroffen. Das bedeutet nichts Gutes. Falls Sie es schaffen, den angezeigten Ort zu erreichen, können Sie den Notstromaggregat aktivieren. Nachanalysieren wir, warum der Hauptsektor ausfällt. Sind die Anweisungen klar? Sind glasklar? Doch nun zum eigentlichen Grund, weswegen ich sie herbeordert habe. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Seltsame Kreaturen haben in Ihrem Schiff Zuflucht gesucht. Oh nein, seltsame Kreaturen! Ich konnte eine X-Infektion ausschließen und habe Ihnen daher Unterschlupf gewährt. Wissen Sie irgendetwas über diese sonderbaren Lebewesen? Ihr Auftauchen inmitten einer solchen Katastrophe muss eine Bedeutung haben. Ich werde sie weiter hier behalten.
Halt da raus aus meinem Raumschiff. Was machst du in meinem Raumschiff, Adam? Raus! Etwas Privatsphäre, bitte. Die wünsche ich mir auch. Bis zum nächsten Part von Metroid Fusion, wo wir uns einer unangenehmen Stelle stellen. Euer Junge, freue ich mich. Bis dann. Ciao.